Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier auf meinem YouTube-Kanal, in dem sich alles darum dreht, wie du Klarheit über deine Berufung findest und so, ganz wichtig, dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandelst. Du siehst, heute gibt es mal wieder ein anderes Format, kein Podcast-Gespräch, kein reines Content-Video, sondern ein Vlog, in dem ich dich so ein bisschen mitnehme in meinen Alltag. Und schau mal, wo ich gelandet bin. Ich bin hier in Koh Samui. Da vorne ist das Meer, da ist ein roter Pool, in den ich gleich reinspringen werde, denn ich bin soeben erst gerade aufgestanden. Früher habe ich ja täglich gevloggt. Und 2014 haben die Videos auch hier eigentlich begonnen. Der YouTube-Channel ist gestartet mit den ersten Videos auch in Thailand. Und jetzt bin ich wieder da. Ich besuche meinen Freund Mischa. Ich bekomme immer wieder mal die Frage aus der Community: Hey, bist du noch in Kontakt mit Mischa? Klar bin ich noch in Kontakt. Wir sind immer noch Brüder, ja? Brother from another mother. Also ich freue mich riesig, ihn zu besuchen, und ich nehme euch natürlich mit und möchte dir in diesem Vlog gleichzeitig drei Elemente mitgeben, die du brauchst, um andere Menschen dazu zu motivieren, sich weiterzuentwickeln. Ja, weil, schau, ich bekomme immer wieder die Frage: Patrick, ich mache so viel in meiner Weiterentwicklung. Ja, lese Bücher, Podcasts, gehe in Seminaren und es passiert auch etwas. Ich verändere mich, das Leben verändert sich, aber meine Mutter oder mein Freund oder meine Freundin, sie entwickeln sich nicht weiter. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Und wie du wahrscheinlich schon weißt, ist es nicht möglich, dass du andere Menschen verändern kannst. Das ist einfach nicht möglich. Du kannst die anderen Menschen nicht verändern. Aber es gibt drei Elemente, die du verwenden kannst, damit andere Menschen sich durch dich verändern können. Und diese drei Elemente werde ich im Laufe dieses Vlogs einfach mal so mit dir teilen. Sehr, sehr wertvoll, finde ich. Boah, habt ihr schon mal einen so roten Pool gesehen? Boah, das sieht ein bisschen so aus, wie wenn da Blut drin ist. Wenn ich im Blut drin bade. Boah, und wenn du am Blut im Pool denkst, dann was denkst du da direkt? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke da direkt an den Ukraine-Russland-Konflikt. Ist auch krass, was da passiert, oder? Fuck, ist das krass. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und auch sehr berührt. Und etwas, was mich nicht überrascht, muss ich sagen, tatsächlich. Weil die Leute, die schon etwas länger auf diesem Kanal sind oder sogar auch den Human Elevation Podcast abonniert haben, wir haben mehrmals davon gesprochen, dass es in Europa auch Krieg wieder geben kann. Und ich habe auch immer wieder gesagt, dass schon vor Corona, vor allem auch nach Corona, dass wir auf Probleme, auf sehr komplexe Probleme stoßen werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die jeden von uns berühren. Und bei denen es extrem wichtig ist, dass du innere Flexibilität hast. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass du mit, egal was für Herausforderungen auf uns zukommen, dass du mit denen umgehen kannst. Das ist so ein bisschen so die Kompetenz, das Chaos zu lieben und im Chaos die Ordnung zu finden, die wird extrem wichtig sein in den kommenden Jahren, Jahrzehnten. Denn eins kann ich euch versprechen, unabhängig was jetzt da passiert in der Ukraine oder nicht, es werden noch viel komplexere Herausforderungen auf uns zukommen. Ich check jetzt aus, ich war nur eine Nacht hier, weil ich quarantänebedingt hier sein musste. Wenn du nach Thailand reisen möchtest, sie machen es dir nicht so einfach mit der Quarantäne und mit den Tests und so weiter und so fort. Aber alles gut gelaufen, das Ergebnis war negativ. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Speedboat aussieht. Weil in Koh Phangan war ich selbst noch nie. Und du fährst mit dem Boot von Koh Samui 30 Minuten mit dem Speedboat auf diese Insel. Bye bye! Bye. Der Ben hat mir das beste Gästezimmer gegeben, hat er gesagt. Ben wohnt ja auch hier. Er hat, oder respektive, hat das zusammen mit Mischa gebaut. Sie haben das zu zweit gebaut und echt tolle Aussicht, Leute. Seht euch das mal an. Es wird noch besser. Wir gehen nachher gleich zum Hauptpool und zum Wohnzimmer da unten. Richtig, richtig schön. Jetzt gehen wir mal runter zu Mischa. Ich habe ihn natürlich schon gesehen. Wir haben auch schon 2-3 Stunden uns ausgetauscht wieder und ich freue mich sehr, mal 7 Tage hier zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen, uns wieder auszutauschen, Quality Time. Und ich nehme euch wahrscheinlich immer wieder mal mit, nicht überall, aber immer mal wieder
Genau. Und ich möchte gerne mit dir das allererste Element teilen, was du brauchst, wenn du Menschen verändern möchtest. Das zuerst ist ja wichtig zu sehen, wir können andere Menschen nicht verändern. Auch wenn du noch so sehr versuchst, dann passiert das Gegenteil. Wenn du jemanden verändern möchtest, dann blockiert die Person dort, wo sie ist. Also sorgst genau für das Gegenteil. Was du aber machen kannst, ist die drei Elemente benutzen. Und ein Element ist die Einladung. Ja, du kannst Menschen dazu einladen, sich zu verändern. Oder sie dazu einladen, zum Beispiel ein Buch zu lesen, wo du glaubst, dass es wertvoll für diese Menschen ist. Wie zum Beispiel ich auch hier, ich mache immer wieder die Einladung. Ich sage nicht, du musst das Buch holen oder hol es dir unbedingt, sondern ich sage, hey, wenn dir dein Leben richtig wichtig ist, du dich verändern möchtest, du deine Lebensumstände verändern möchtest, deine Berufung finden willst, dann lade ich dich dazu ein, hol dir das Buch Lebensmeisterschaft. Das ist immer eine Einladung, die du aussprechen kannst, weil du merkst schon, eine Einladung ist, hey, hier ist die Einladung. Willst du oder willst du nicht? Wenn ja, perfekt. Wenn nicht, okay. Hey Bro, what up? Bin am Start. Ich habe gerade gesagt, du hast mir das beste Zimmer gegeben. Ist das beste Gästezimmer? Das ist das beste Gästezimmer. Wunderschön. Schau dir diese aus. Es ist atemberaubend, Bro. Atemberaubend. Genial. So, jetzt gehen wir mal runter. Also nicht vergessen, wenn du Menschen so einen Schubs geben möchtest für ihre persönliche Weiterentwicklung, dann lad sie ein. Hey, ich lade dich dazu ein. Klingt so leicht, oder? Klingt sanft. So, oh, schau mal, hier ist auch schon eine Eidechse. Ist geil. Wir bei uns, wir haben Gämsen, Füchse, Luchse und Kühe und ganz viele andere wunderschöne Tiere. Und hier gibt es Eidechsen und Vögel. Und was habt ihr noch für Tiere hier, Bro? Hey! Adler. Ja, Adler habe ich gesehen bei dir auf der Insta-Story. Richtig, richtig schöne Adler. Regelmäßig, geil. Jeden Tag hier. Schon geil. Sehr geil. Ja. What up? Wie fühlt sich so hier in Thailand, in Koh Phangan, an diesem wunderschönen Fleckort oder Ort Flecken? Flecken auf dieser Welt. Wie fühlt sich das an? Ja, jetzt nach 5 Monaten fast schon gewohnt wieder. Nee, es ist wirklich krass, jeden Tag hier aufzustehen und immer wieder andere Farben auch wahrzunehmen. Also ich übe mich jetzt auch in dieser... Die Dinge neu zu sehen. Ja, immer wieder neu zu sehen. Und das ist wirklich wichtig, wenn man nicht jeden Tag an einem neuen Ort aufwacht. Und vorhin habe ich mir auch gerade überlegt, als wir vor 7 Jahren, 2014, in Hollywood zu dritt in dieser Villa eingecheckt sind. Ich weiß. Und so gedacht haben, wir sind voll die Hast du es auch gesagt? Ich habe gesagt, vor 2014 hat ja alles auch ein bisschen begonnen hier mit unserer YouTube-Reise. Waren wir hier in Thailand und da waren wir im Hotel Paresa. Ein echt tolles Hotel. Und jetzt ist es einfach besser. Haben wir es selbst gebaut. Ist private, ist mehr private. Das ist der Pool. Wunder, wunderschöne Sicht. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt ins Locos, eine Pizzeria. Geil. Ich habe gehört, da gibt es gute Vegan Pizzas. Da gibt es gute Vegan Pizzas. Und auch noch toll hier zu sehen, die Schiffe. Das sind alles Fischer. Und zwar Squids. Die siehst du überall hier in Thailand, ne? Ja, und teilweise ist wirklich hier das ganze Meer, der ganze Horizont in der Nacht voll und richtig grün auch alles. Ich melde mich mal wieder. Hat lecker gegessen. Ich muss schon sagen, der Thai Food hier ist echt gut. Und jetzt gehe ich auch schon ins Gym. Jetzt mache ich hier eine kleine Session. Ich habe eine Deload-Woche, das heißt ganz entspannt, halbe Stunde, ein bisschen aufpumpen, ein bisschen das Blut zirkulieren lassen. Tut dem Körper gut, Körper spüren und so. Ich liebe das. Und lass uns zum zweiten Element kommen, wenn es darum geht, wie du ein Impulsgeber, eine Impulsgeberin sein kannst für andere Menschen, damit sie sich verändern. Also wir haben gesagt, erstens das Element des Einladens. Zweites Element ist inspirieren. Schau, indem du inspirierst, kannst du das Feuer in anderen Menschen entfachen, sodass sie sich bewegen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich eben wieder mache. Ich arbeite auf allen drei Ebenen. Wir versuchen, einzuladen. Ne? Wir laden euch, dich ein. Und natürlich mache ich mit diesen Videos auch, habe ich die Absicht, dich zu inspirieren. Und zwar dein Leben, weißt du, alles rauszuholen. Stell dir vor, dein Leben hat einen bestimmten Geschmack. Und jetzt stell dir vor, du könntest diesen Geschmack, die Intensität des Geschmacks einfach nochmal erhöhen.
Das heißt, du kannst aus jedem einzelnen Moment nochmal mehr Geschmack rausziehen, nochmal mehr Leben rausziehen. Plus kannst du dein eigenes Leben designen und so es in ein absolutes Meisterwerk verwandeln. So, das ist ja auch eine meiner Absichten, euch dazu zu inspirieren, zu sagen, nee, schau, so wie ich bin, ist nicht etwas Fixes, sondern ich kann das, was ich bin, ich kann es verändern. Und mein Umstand, dort, wo ich gerade bin, mein Beruf, das Geld, mein Umfeld, all das, das kannst du verändern. Und mit diesen Videos ist auch hier das Element der Inspiration drin. Du kannst es sehen, wir haben zum Beispiel den ganzen Hausbau dokumentiert für euch, das Gym gezeigt, die Reisen gezeigt, auch jetzt wieder hier nehme ich euch ein bisschen mit. Und warum mache ich das alles? Warum zeige ich euch das Gym, das Eisbad, all das? Weil ich inspirieren möchte. Ich möchte dich dazu einladen und dich zu inspirieren, alles aus deinem Leben zu machen, dieses Leben zu lieben. Weil das Leben ist so schnell vorbei, es ist wirklich krass. Wenn du 120 Jahre alt bist, stell dir vor, 110, 120, egal wie alt du wirst, und du blickst auf dein Leben zurück. Ich weiß nicht viel, aber etwas weiß ich. Das Leben wird dir vorkommen so, bam, wie eine Sekunde. Und darum ist es wichtig, dass du alles rausziehst, oder? Und das funktioniert unter anderem durch Inspiration. Wir alle sind inspiriert. Und lass uns dann später noch anschauen, was das dritte Element ist. Wir gehen jetzt an einen echt tollen Ort. Eieieiei, das ist eine tolle Sauna hier. 95 Grad, 90 bis 110 auf manchen Tagen. Und es ist schon geil, weil hier in Kopangan ist es wirklich heiß. Also Training, Schlafen ohne Klimaanlage, schwer. Und jetzt noch in die Sauna. Was mir hier gefällt, das ist dieses Teil hier. Oh. Eieiei, wieder Eis. Geil Eis, oder? Oh, da müssen wir abduschen hier. It's nice, huh? You like it? Yeah. What do you like more, sauna or ice bath? I could not show. Not sure, huh? Yeah, I'm not like, sure. It's like so ein Hassliebe. It's like a hate love relationship, yeah. Right? Mm, so Hass, Liebesaffäre. Wie tief ist es? Oh. Ja, es kommt auch in die Sauna. Vielleicht ist es wie Jackie. Jackie, komm. Hallo, Hunde machen Sauna. Schau. Geh nach rein. So. Seit 2 Stunden. 2 Stunden 45 sind wir schon hier am Dancen, du. Ja, Mann. Jetzt brauchen wir eine Teepause. Ja, oder? Also echt? Oh. Du hast mich auch gesehen, dass... Ganz nach dem Feuer getanzt. Ich hab geschwitzt wie ein Hund. Ich bin so nass gewesen. Sauna geschwitzt, im Gym geschwitzt, 2,5. Also heute mal. Hier Sauna hast du nicht, oder? Heute, nein, hier nicht. Wenn du Bock hast, hier kannst du in die Sauna gehen und ins Eisbad. Du musst einfach wissen, vor dir sind wahrscheinlich 20, 30 Leute so voll geschwitzt dort rein. Wenn du es geil findest, kannst du es machen. Ich find's nicht so geil, das Eisbad hier. Würde ich nicht machen hier. Aber kannst natürlich, ne? Oh, my friend. What's your name? My name is Sergi. Sergi. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. How are you? Fine. We're doing some tea today. How long did you do that? Already 13 years. 13 years. 13 years? Yes. Not is any days better? Like only 4 days here. You're an organizational expert, you know? Not like Instagram expert. Hat ein Buch geschrieben. Richtig fett. Schau mal das Buch, was er geschrieben hat. Das ist richtig fett. Wow. Ja, das ist richtig gut. 15 Jahre hat er gebraucht für das Buch. Da war mein Buch, was ich in einem halben Jahr geschrieben habe. Das war schon Luxus dann. Unterwegs an Battle Beach haben wir hier eine wunderschöne Aussichtsplattform gefunden. Und einen kleinen Break gemacht. So ein bisschen Dschungelfeeling hier, oder Noel? Ja, passt. Hört man auch. Die Alarmanlagen. Die Alarmanlagen des Dschungels. Wie lange haben wir noch? 20 Minuten bis runter? Ja, maximal 10, 15 Minuten. Da sind wir an einem der schönsten Strände hier auch auf der Insel. Mhm, bin gespannt. Kaum zu überhören, oder? Da vorne ist der Beach.
Das dritte und letzte Element, was kannst du tun, um die Potenzialentfaltung von anderen Menschen anzukurbeln? Inspirieren haben wir gehabt, einladen und du kannst sie auch ermutigen. Ja, was meine ich mit ermutigen? Schau, wenn ich dir zum Beispiel sage, ich lebe meine Berufung, habe meine Berufung gefunden und du kannst es auch tun. Du kannst einen Job tun, den du über alles liebst. Du kannst dich eins mit dem Lebensweg fühlen, weil du für dich fühlst, egal was du tust, egal wohin du gehst, egal mit wem du zusammen bist, es fühlt sich gut an und es ist dein Weg, es ist ein Weg mit Herz. So, all das ist für dich möglich. Warum weiß ich das? Weil ich es für mich selbst in mir erkannt habe und auch weil ich mit über 1000 Menschen zusammengearbeitet habe in den letzten 3 Jahren, die ebenfalls Klarheit über ihre Berufung gefunden haben. Sie kennen ihre Stärken, ihre Talente, folgen dem Ruf ihres Lebens. Und wenn die das geschafft haben, dann kannst du das auch, oder? So, das ist ein Beispiel von ermutigen. Ein anderes Beispiel vielleicht noch für das Element ermutigen, ist das einfach auch jemandem Mut zu machen. Weißt du, weil, stell dir vor, jemand möchte ein Business aufbauen, weil er den Ruf des Lebens hört und der sagt ihm, hey, geh in diese Richtung, mach dich dort selbstständig, mach dort was. Und dann kommt aber der Zweifel und der Zweifel sagt, ja, aber ich weiß nicht, ob es klappt, weil da habe ich schon mal ein Projekt starten wollen und es hat nicht geklappt. Okay, Mut machen würde bedeuten, hey, wenn es nicht geklappt hat, heißt es dann, dass es jedes Mal nicht klappt? Nee, oder? Also komm, du schaffst es, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ja, das ist auch eine Form von Ermutigung. Und ganz ehrlich, ich kenne dich nicht persönlich, aber ich glaube, dich in der Tiefe zu kennen, weil wir dort alle gleich sind, in der Essenz. Und darum weiß ich, dass immer noch viel, 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 viel mehr möglich ist, als das, was du jetzt gerade lebst und auch das, als das, was du jetzt gerade denkst. Und wenn du es satt hast, immer nur Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, YouTube-Videos zu schauen, die dich scheinbar weiterbringen, aber du merkst, du kommst irgendwie nicht in die Umsetzung, wenn es um das Thema Berufung geht und du endlich Klarheit über deine Berufung finden willst und auch all den Herausforderungen, die noch auf uns zukommen werden, mit einem Lächeln im Gesicht begegnen willst, dann lade ich dich dazu ein, melde dich an für die kostenfreie 4-Tages-Berufungs-Challenge. Die findet am Mittwoch, 6. April statt. Dort gehen wir zusammen für 4 Tage live auf Zoom. Das wird ein Genuss. Für all die Leute, die schon mal dabei waren an so einer Challenge, die wissen, diese Challenge hat es in sich und ich garantiere dir, dass du während diesen 4 Tagen noch mehr Klarheit über deine Berufung finden wirst und du wirst auch in die Umsetzung kommen, denn du kriegst ein Workbook, du kriegst Meditationen, du kannst mit mir interagieren, das heißt, du kannst mir deine Fragen stellen. Wie gesagt, es ist eine interaktive, ist eine Art Workshop-Challenge, ne? Also unbedingt mit dabei sein, wenn du den Ruf hast, endlich mal in die Umsetzung zu kommen und auch endlich dem Ruf des Lebens zu folgen und Klarheit darüber zu haben. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. 4-Tages-Challenge, 6. April geht's los, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wir gehen für 4 Tage, 1,5 Stunden live. Und diese Challenge wirkt, die hat wirklich eine Kraft in sich. Also nur mitkommen oder nur anmelden, wenn du auch wirklich bereit bist für Veränderungen in deinem Leben. Weil ansonsten lieber nicht. Und das ist auch okay, weil es gibt Menschen, die sind nicht bereit für Veränderungen. Und auch das darf man akzeptieren, denn jeder Mensch ist dort, wo er ist, genau richtig dort, wo er ist. Und hat ein Recht, dort zu sein, wo er ist. Und damit würde ich auch schon fast den Schluss machen, weil am Anfang haben wir gesagt, wir können keine Menschen verändern. Wir können sie einladen, wir können sie inspirieren, wir können sie ermutigen, aber verändern können wir sie nicht. Menschen sind so, wie sie sind und sie haben ein Recht, so zu sein, wie sie sind. Und sie haben auch ein Recht, dort zu sein, dort zu stehen, wo sie sind. Yes, das hilft vielen Menschen und auch mir immer wieder, wenn wir merken, da gibt es Menschen, die wir gerne anders haben. Ja, wäre schön, wenn sie anders wären vielleicht, ne? Aber sind sie nicht. Also sie haben ein Recht, dort zu sein, wo sie sind. Wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst für weiteren wertvollen Content, der dich stärkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Macht Schlaf. Dein Patrick. Bye, bye.